Roderus ist eine der führenden Marken in der Heizungsbranche und entsprechend tragen wir eine sehr große Verantwortung für den Klimaschutz und auch für die Zukunft. Also wir sind dabei, durch ganz unterschiedliche Maßnahmen den CO2-Ausstoß zu verringern. Wollen da schrittweise vorgehen, drinnen und draußen, wirklich in ganz unterschiedlichen Gebieten und haben uns jetzt mit Planet Tree auch einen super Partner gesucht. Roderus ist auf uns zugekommen mit der Idee, 10.000 Bäume in Deutschland zu pflanzen. Das hat uns auch sehr gefreut, dass die Bäume in Deutschland gepflanzt werden sollen und nicht in Übersee. Jeder Baum ist wichtig, aber wir möchten eben vor Ort hier ansetzen und daher hat es uns sehr gefreut, dass Roderus das in Deutschland mit uns machen möchte, 10.000 Bäume zu pflanzen, die natürlich dann auch auf einen sehr hohen Effekt auf einen Schlag haben, eine sehr hohe Kompensation an CO2, die dadurch generiert wird. Das heißt, geht man durchschnittlich von einer Kompensation von 1.500 Kilo je Baumleben aus, dann ist das natürlich in Summe von 10.000 Bäumen eine sehr hohe Zahl, die dort kompensiert wird. Wir vom Forst finden es natürlich super, dass sich private Leute oder auch Unternehmen zurzeit stark einbringen, um auch den deutschen Wald wieder aufzuforsten. Und da mit den Pflanzen dann natürlich so eine Fläche wieder in Wald aufgeforstet werden kann und wir den Wald dann auch erhalten können. Der Wald ist einer unserer wichtigsten Ökosysteme und bindet CO2. Deswegen müssen wir dieses zusammen schützen und erhalten. Bäume sind uns da nicht genug. Wir wollen da dranbleiben und haben jetzt schon die nächste Fläche reserviert, um 2023 die nächsten 10.000 Bäume zu pflanzen.